Der fünfte Platz in London war einer unserer größten Erfolge. Von klein auf haben wir Ball gespielt, stundenlang im Garten und später auch in der Schule, im Gymnasium Zwettl. Am Gymnasium hat es immer schon viel Sport gegeben. Das hat unsere Begeisterung dafür gestärkt und wichtige sportmotorische Grundlagen geschaffen. Wir haben auch an vielen Wettkämpfen teilgenommen. Beim Volleyball, beim Handball, in der Leichtathletik, beim Cross-Country und beim Schwimmen. Der Sportunterricht an der Schule war ein wichtiger Baustein unseres Erfolgs. Das stimmt. Und Spaß haben wir auch immer gehabt. Wir wissen jetzt, wie wichtig es ist, sich als Kind und Jugendlicher viel zu bewegen und Sport zu betreiben. Und das jeden Tag. Jeden Tag eine Stunde Sport. Das gibt es am Gymnasium Zwettl. Das ist Gymvital. Die Initiative für das Gymvital-Projekt ging von Magister Thomas Haller aus, der in unserer Schule Sport und Geschichte unterrichtet. Verwirklicht wurde diese großartige Idee erstmals im Schuljahr 2003-2004. Gymvital ist die Antwort auf eine Gesellschaftspolitik, die seit Jahrzehnten den schlechten Gesundheitszustand der Jugendlichen ignoriert und mehrmals die Anzahl der Sportstunden reduziert hat. Daher hat unsere Schule im Rahmen der Autonomie zur Selbsthilfe gegriffen und bietet nun schon seit 10 Jahren durch den Ansatz Prävention statt Therapie die Chance für eine gesündere Zukunft unserer Jugend. Durch die gelungene Kooperation mit der Universität Wien, der Zwettler Ärzteschaft und unseren Sponsoren haben wir unser Projekt Gymvital von Anfang an auf eine breite Basis gestellt. Die Idee der täglichen Sportstunde für Kinder und Jugendliche fand von Anfang an meine vollste Unterstützung als Arzt, Orthopäde und natürlich auch als Gesundheitsstadtrat der Stadtgemeinde Zwettl. Auch die jährliche orthopädische Untersuchung der Kinder ist im Rahmen dieses Projektes äußerst sinnvoll. Die Untersuchung wird von meinen Kollegen, den Orthopäden des Landesklinikums Zwettl, durchgeführt. Dabei können rechtzeitig vorliegende Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat erkannt werden. Als Orthopäde und als Vater einer Tochter, die Gymvital gewählt hat, kann ich dieses Projekt nur sehr unterstützen und weiterempfehlen und sagen, dass es nur positive Wirkungen auf die Gesundheit der Kinder hat. Sie haben Spaß und Freude an der Bewegung, sie beugen Haltungsschäden und Übergewicht vor. Was will man mehr? Grundsätzlich ist zu sagen, dass Gymvital kein Pflichtgegenstand, sondern ein freiwillig gewähltes Unterrichtsfach ist. Gymvital bietet eine zusätzliche Sportstunde zu den im Lehrplan vorgegebenen Pflichtstunden. Die Verteilung im Stundenplan sieht nun am Beispiel der ersten Klasse folgendermaßen aus. Laut Lehrplan haben die Schüler 4 Sportstunden, die am Vormittag als Einzelstunden stattfinden. An dem Tag, an dem keine Sportstunde geplant ist, kommt nun die Gymvitalstunde dazu. Daher haben die Schüler der ersten 3 Jahrgänge an jedem Schultag 1 Sportstunde. Und wir Viertklässler haben mit Gymvital wenigstens 4 Sportstunden in einer Woche. Langweilig, langweilig, langweilig. Denken, denken, denken. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Lernen, lernen, lernen. Immer nur still, still und nochmal still sein. Volleyball.
faul. Skifahren. Fußball. Handball. Kirschkern, Weitspucken. In den Gymnastikstunden werden die unterschiedlichsten Bewegungsreize gesetzt, ohne Leistungsdruck, mit den Schwerpunkten Vielfalt, Spiel und Spaß. Abenteuerspiele, Rugby, Weichbodenspiele, Staffelläufe, Hindernisläufe, Fangspiele. Gymnastik macht Spaß. Wir lernen lustige Spiele. Mir gefällt am besten das Fußballspielen. Man freut sich den ganzen Tag darauf. Perfekt. Unterhaltung pur. Es macht Spaß. Vorfreude auf den Auftritt. Man darf zeigen, was man kann. Viele, viele Zuschauer. Echt fit. Volle Stimmung! Es ist schade, dass wir in der Oberstufe so wenige Sportstunden haben. Ich finde es einfach nicht okay, dass die Sportstunden in der Oberstufe so reduziert werden. Ich durfte wenigstens werben dafür. Hätten wir auch gern gehabt. Ist leider noch Utopie. Muss doch endlich von den Politikern ernst genommen werden. Einzigartiges Projekt. Freiwillig. Fast 100%ige Teilnahme. 212 von 216 sind dabei. Motivation zur Bewegung. Kein Leistungsdruck. Und gesund ist auch. Also Bewegung und Sport. Und das jeden Tag. Mit uns! Okay.